Zauberei oder Zaubermittel. Es wird so viel gelogen in der Kosmetik, dass man sich als, ich sage jetzt mal Laie oder als Konsument überhaupt nicht da orientieren kann, was geht, was hilft und was nicht. Da kann man ein Vermögen an Produkten ausgeben, die zwar was versprechen, aber unbedingt nicht so das können, was sie versprechen. Wir testen ja immer alles durch. Ein für mich Wundermittel ist das M2 Lashes, ne, was man bei mir immer noch sehr, sehr gut sehen kann, weil ich es an dem Auge benutze. Das kann tatsächlich helfen. In Deutschland gibt es nur zwei, die das können, M2 Lashes oder Revital Lash, aber Revital Lash ist teurer. Heute zeigen wir euch ein anderes Zaubermittel, was ihr vielleicht aus der Teleshopping-Geschichte kennt. Also ne, man guckt schon bei HSE, QVC, ich weiß gar nicht bei welchen von beiden, ich glaube bei HSE, das vertreten ist, aber im Fernsehen sieht das ja immer so aus wie Zauberei und so, als hätten die das zwischendurch gefuscht. Martina kennt das nicht, ne? Nein, ich kenne es seit vielen, vielen Jahren. Das ist sogar schon die zweite Flasche. Ich habe die andere jetzt immer in die Tonne gekloppt. Ich brauche das nur so ab und zu für Fotoaufnahmen. Also wenn ich jetzt hier jemanden sitzen habe, der diese Schwellung unterm Auge bis auf die halbe Wange hängen hat, dann benutze ich das mal. Und wir müssen das so ein bisschen abwechselnd machen, Martina und ich, weil in der Zeit, wo das trocknet, das sind so 2-3 Minuten, da muss man Luft drauf fächeln, sollte man das Gesicht nicht bewegen. Ansonsten sieht das so ein bisschen aus wie Salzkruste hinterher. Also Bewegung mag das nicht in der Trocknungsphase. Wenn es dann trocken ist, ist okay. Also mach du zuerst. Ja, und Martina erzählt dann irgendwas. Mhm. Das ist also so eine, genauer an. So wie so eine Creme, ja, mit so einem Spatel. Mit so einem Spatel. Und das wird jetzt auf Partien, ich mache es bei mir auf zwei unterschiedliche Sachen. Einmal habe ich hier ne, dieses Teil hier vom Böse gucken und ich trage das hier auf. Jetzt brauche ich mal den Spiegel dazu, Martina, weil das muss jetzt exakt aufgetragen sein. Also du musst das in die Rille rein? Nein, einfach flächendeckend drüber. Drüber, okay. Man muss es ein bisschen geschickt dosieren. Das müsst ihr dann ausprobieren. So, auf die Schwellung. Ich trage es mal auf einer Seite. Ein bisschen tiefer halten, dann kann man es sehen. Gut. So. Trage ich jetzt hier so einmal querbeet ab. Also ich habe ein Fläschchen mit einem kühlenden Gel. Ich glaube, das ist von diesem Rivalde Loop. Und da komme ich aber gut damit zurecht. Und das kann man sich auch einfach so einklopfen, wenn man morgens schlimm aussieht. Ich fächel jetzt. Und du fächerst? Mit meiner Donna. Übrigens eine tolle Zeitschrift für die Frau. Ladies. So, ich das offen, Martina. Also, das Zeug heißt Eyesensual und steht drauf Under Eye Enhancer. Natürlich auch wieder Englisch und ist irgendwas, was vertieft unter den Augen. Ne, es zieht glatt. Zieht glatt? Enhance, zieht glatt? Okay. The Beauty Secret of the Stars. Ne? Da wisst ihr ja nun, mit wem ihr es zu tun habt. Mit Stars. Und jetzt mache ich mich auch zum Star. Nee, krass, und ich muss reden. Ich muss ja die Klappe halten. Ach so. Ja, ich kann mich doch einschmieren und du hältst die Klappe. Guck mal, ich mache mir das jetzt erstmal. Dann halt die Klappe. Über meine. Mach mal einen Stummfilm. Stornisfalte und schmier mir das da schön hin. Also, das wäre für mich natürlich der Hammer, wenn das jetzt in irgendeiner Art und Weise wirken würde, weil ich habe ja Zornesfalten ohne Ende. So, und jetzt machen wir noch hier unter. Da hast du das auch, kommst hin. Überall kannst du auch hier auftragen. Also egal, wo du es aufträgst, es wird glatt. Es wird wirklich glatt. Okay. Und auch nichts mehr dran machen. Also danach auch kein Puder mehr drauf. Achso, du darfst ja nicht mehr sprechen. Also du kannst ja nicken. Kein Puder drüber, einfach lassen. Ne? So. So, es ist jetzt so, als würde das aufgestreckt. Schraub schön wieder zu. Ich habe ganz fest zugemacht, damit es sich austrocknet. Muss man ja auch aufpassen. Auch bei dem M2 Lashes muss man damit aufpassen. Das ist, was kostet es eigentlich? Achso, du darfst nicht sprechen. Das ist zwischen 80 und 90 Euro. Okay. Ich hab den Messer aber bezahlt. Es hält ja auch lang, ne? Da ist ja viel drin. Vielleicht kriegt ihr das beim Teleshopping-Sender, müsst ihr eingeben. So heißt das. Eye Essential. Vielleicht haben die mal so spezielle Angebote oder so. Keine Ahnung. Also ich merke, es zieht immer noch. Du hast aber so viele Hefte dabei, Martina Bedelmann. Mhm. Ich wollte jetzt nur mal gerade in nah gucken, wie das aussieht. Also einklopfen tue ich es nicht, hast du gesagt, ne? Okay. Oh, jetzt muss ich eine Hand wie vom Bedel. Aber es macht nichts. Ich will ja schön sein. Ich trinke zwischenzeitlich mal einen Schluck. Mhm.
die armen Zuschauer, die werden ja ganz bekloppt, wenn die jetzt zugucken. Ja. Ich könnte ja noch ein paar Fragen beantworten, so dass ich das Gesicht nicht so doll bewege. Das darf ich doch, ne? So. Weil also ich denke, man kann schon bei mir sehen. Okay. Weil ja. Es kommen ja auch immer Fragen. Wir haben doch mal angefangen mit so ein paar Events und in meinen 99 Tagen und hallo. Und ich wollte dann nur für die ganz treuen Fans aus unseren Anfängen sagen, es waren ja keine 99 Tage, es waren dann also 144. Da fielen mir dann vor die Füße. Und wir sind auch immer noch zusammen und sehen uns regelmäßig und wohnen nicht zusammen und werden auch nicht heiraten. Aber eine Beziehung ist daraus geworden. Ja, das war ja dann schon mal. Ich mache jetzt ein Wattestäbchen mit Wasser nass. Und ziehe da jetzt wie ein Stern rein. Weil wenn man das so lässt, wie es ist, sieht das sehr hart abgegrenzt aus. So, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Das, was sich vorhin als Zornesfalte hat, ist glatt. Und du solltest jetzt besser auch erstmal die Spritze wedeln, Martina. Mhm. Also es braucht ein bisschen frische Luft. Willst du meine Donner? Ja, ich geb mir Donner. So. Und was man hier unterm Auge auch erkennen kann. Oh ja, jetzt merkt man das, stimmt. Ja? Das hier hatte ich auf der anderen Seite ganz genauso. Und das hier ist, wie man sehen kann, glatt. Es ist der Hammer schlechthin. Man muss es ganz vorsichtig dosieren. Wenn es irgendwo merkwürdig zieht, also nachdem es trocken ist, nimmt er ein feuchtes Wattestäbchen und macht die Konturen. Das ist wirklich der Hammer. Du sollst nicht reden. Es wird sonst wie so ein bisschen salzkristallin. Also je unbewegter das Gesicht ist, das geht jetzt bei uns nicht, aber doch erzählen, desto schöner ist das Ergebnis während der Trocknungsphase. So. Man merkt im Übrigen während der Trocknungsphase, dass es trocknet. Ja, es ist so, als würde einer dran ziehen. Ziehen, ja genau. Wie wenn was drauf liegt auf dieser Fläche. Ja. Also man merkt es. Ja. Wahnsinn. Ich wusste es ja gar nicht daher, wo es hin soll, da oben. Da oben ist schon fast gut, aber ich merke jetzt hier noch, dass es zieht und das ist so eine Stelle, wo ich immer wie so ein kleines Säckchen habe. Ne? Martina hat einen Sack im Gesicht. Sagt man Sackgesicht zu. So, ja. Und gegen Sackgesicht, da gibt es, wie heißt es? Essentials? Ja. Das zieht alles komplett glatt. Es hat einen kleinen Nachteil. Man kann mit jetzt gehe ich mit dem Q-Tip her und ziehe das. Entweder ist eine Spucke oder hier ist Wasser. Weil ich sehe jetzt die Fläche, die aufgetragen ist. Genau. Sehe ich natürlich. Seht ihr die? Die ist hier oben. Das sieht man schlecht in der Kamera. Ne? Also ich kann es euch zeigen. Das ist hier dieser. So. Das ist dann abgegrenzt. So, und was muss ich jetzt nochmal tun? Was man bei Martina wunderbar sehen kann, diese beiden Linien, diese ja fast schon Rillen, die sind jetzt weiß. Warum? Weil Martina nämlich, das kann ich jetzt schon gar nicht machen, weil es ist auch so, als wäre da wie so ein Pflaster drüber. Martina zieht bei Sonne hier die Dinger zusammen, also sind die innen drin heller. Und wenn man das jetzt aufträgt, zieht es tatsächlich auseinander und diese hellen, innenliegenden Kellerfalten, nennt man das in der Jacke, die sehen dann heller aus. So, also ein bisschen Wasser aufs Q-Tip und dann? Und dann wie so ein Stern in diese äußere Fläche. Ja, nicht so viel, nur so Strahlen rein. Nicht komplett, sonst machst du ja wieder... Nee, ich mache jetzt nur den Rand. Ja, aber du sollst immer ein Stückchen stehen lassen, wie Sonnenstrahlen. Ja, aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Da geht die Ball irre, oder? Das ist total irre. Also mit dem Überschminken habe ich ein bisschen Probleme. Man soll Mineralpuder nehmen, also so einen trockenen, gepressten Puder. Dann könnte man es aber eventuell auch wieder ein bisschen sehen, weil es könnte dadurch leicht schuppig aussehen. Am besten wäre so zu lassen, wie es ist. Bei mir ist es jetzt so ein ganz kleines bisschen kristallin geworden, weil ich halt in der Trocknungsphase doch gequatscht habe. Da müsst ihr drauf achten. Aber ich weiß nicht, ist es mit mehr Licht besser? Das ist echt, das gibt's ja gar nicht. Das, was habe ich auch mit weniger Licht? Also das ist eine Sache, die glatt ziehen kann. Man muss ein bisschen mit üben, damit, also wenn man zu viel nimmt zum Beispiel, dann macht das Auge auch so. Es zieht tatsächlich dann ein bisschen runter, aber das kriegt man dann wieder hin, wenn man die Ränder mit einem feuchten Wattestäbchen auskorrigiert. Guck mal, mache ich das einigermaßen richtig oder mache ich jetzt schon zu viel? Ja, du gehst in die Linien rein, das würde ich nicht. Wird nur am Rand, also wenn man jetzt so einen Fleck aufgetragen hat, dann soll man da in halb Zentimetern Abständen einfach so einen Stern reinmalen. Martina macht jetzt komplett den ganzen Rand weg, damit hat sie dann einen neuen Rand, aber naja. Ja, ich habe das jetzt versucht zu verteilen, so wie du... Pass auf, ich mache es mal so.
damit das plausibel wird. Aber wie geht es denn nicht weiter? Ich schminke jetzt dann drüber, ne? Ja, aber nichts mit flüssigem Make-up. Das würde das wieder anlösen. Weil in dem Moment, wenn da Feuchtigkeit drauf kommt, dann geht es wieder weg. Also wenn man abends nasses Wattepad nimmt und drüber wischt, dann kommt das wieder. Na, ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie ihr das machen sollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so das aufgetragen habt. Dann malt ihr mit einem nassen Wattestäbchen. Also, so da rein. Das reicht. Ich habe den Kringel zu klein gemacht. Den Kringel hätte ich wahrscheinlich. Martina ist um die ganze Kontur gegangen. Es reicht, wenn ihr nur so ein paar Striche, also das, was ich jetzt mit dem Konturenschiff gemacht habe, das macht ihr mit einem nassen Wattestäbchen. Nur um das jetzt mal zu zeigen, wie wird das Wattestäbchen geführt. Weil Martina hat es nicht verstanden, also versteht ihr das vielleicht auch nicht, um das nochmal klar und deutlich zu machen. Also nur das, was jetzt Konturenschiff ist, macht ihr mit einem nassen Wattestäbchen, damit das nicht so abgegrenzt ist. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt nehme ich Wasser und wische das wieder weg. Also erstmal den Konturenschiff, das sieht ja sehr lustig aus. Nur um zu zeigen, dass die Dinger dann danach sofort wieder da sind. Also dieses Mittel zieht die Linien komplett glatt. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, man hat es mir verraten, weil ich habe so lange gebohrt, bis ich es wusste, das ist eine bestimmte Art von Kieselsäure, die das macht. Mhm. Ja, Martina. Also das Einzige, was ich jetzt sehe, ist ich habe es, glaube ich, hier nicht so gut gemacht. Ja, man muss üben, weil jetzt habe ich dann wie so einen Rand zum Ja, dann nimmst du auch wieder dein Wattestäbchen und ziehst in den Rand diesen... Hoch. Aber immer mit Unterbrechung. Du lässt ein Stück stehen, nimmst ganz dünn wieder weg, lässt ein Stück stehen und nimmst ganz dran so einen Stern da rein. Aber nicht zu dicht. Besser? Ja. Also man muss es ein bisschen üben, aber das ist eins der Zaubermittel, die tatsächlich funktionieren. Boah, ich bin absolut platt. Platt und glatt. Platt und glatt. Und vor allem ist das wirklich wie gebotoxt, ne? Also... Es ist besser. Ja, man wäscht es abends ab, aber es ist kein Gift. Mhm. Wahnsinn. Du musst jetzt am Pinsel. Sparen. Ausprobieren. Schon was zum Sparen. Nee, sparen kann man damit drauf nicht. Draufsparen, meinst du? Also statt Botox, meinst du? Ja, das ja mal auf jeden Fall, aber... Nein, man muss... Ja, ich glaube, das ist eine Religion. So zart wie möglich mit zu üben. Das ist kein Produkt für jeden Tag, aber wenn es mal besonders gut aussehen soll. Wie lange hält es? Also es ist jetzt nichts, was... Also es steht hinten drauf 60 Monate. Wie der Hersteller das geschafft hat, weiß ich nicht. Weil auf manchen Lidschatten, die wirklich Jahre oder Jahrzehnte halten, da steht nur 18 Monate. Sie haben es hingekriegt, 60 Monate. Mhm. Okay. Zieht euch glatt. Aber gesund glatt. Tschüss. Thank you.